Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. Wir sind in unserer Base und ich hätte heute theoretisch total Bock, mit unserem neuen Glider einen kleinen bzw. einen etwas längeren Ausflug zu machen. So, aber ich würde fast sagen, wir nehmen uns ein bisschen Trinken und ein bisschen Essen mit. So, machen wir uns erstmal hier ein bisschen Chlor. Dann können wir uns ein Wasser mitnehmen. Und... oh, okay, das kostet nur eine Alge, alles klar. Und ich würde mir auch gern Essen mitnehmen. Nehmen uns hier so einen Kika mit. Und machen uns einen Kika. So. Wie viel bringt mir der? Der bringt mir 32. Passt. So. Eine Batterie, glaube ich, haben wir schon auf Reserve. Ich glaube sogar zwei Batterien, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe. So. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal ganz kurz nach oben. Okay, da hinten ist das Schiff. Ich würde mich heute fast gern mal in die Richtung bewegen. Und dann geben wir mal Gas. Weil das Ding ist halt mega scheiß schnell, was ziemlich geil ist. Aber der Energieverbrauch ist halt auch dementsprechend krass. Okay, da würden wir in die Höhle reinkommen. Aus irgendwelchen Gründen hat es gerade ein bisschen geleckt. So. Dann würde ich sagen, tun wir erstmal das Ding hier scannen. So. Für unsere Seamoth. Mal hier mal wieder was mitnehmen. Könnten wir eigentlich fast machen. Okay. Und dann cruisen wir mal weiter. Mal hier in Gebiete rein, die wir noch nicht so kennen. Ah. Okay. Wow, wow. Dann ab an die Luft mit uns. Jetzt haben wir doch schon ganz schön tief, Leute. Okay, wir sind ganz schön tief und ganz schön weit. Wo sind denn die großen Monsterviecher hin? Die fand ich gerade schon ein klein wenig erschreckend. Vor allem, ich habe nicht das Gefühl, als könnte ich mich dagegen verteidigen. Okay, das kommt von dem Ding hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich das gleich fressen wird. Okay, ich würde es aber sehr gerne scannen. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie das dumme Gefühl, das frisst mich. Ich versuche mal hinter ihm zu bleiben. Bitte nicht fressen. Ich bin in friedlicher Absicht. Okay. So. Dann schauen wir mal runter. Okay, ich glaube, da haben wir einen Seamoth. Ja. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Okay, hier unten, glaube ich, geht die Luft schneller aus. Da sollten wir uns was überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall das. Emergency.
10 seconds of oxygen remaining. Wir brauchen auf jeden Fall, sagt schon. Die Seamoth. Ah, heute steht hier sogar mal was da. Ich glaube, ich werde gleich gefressen, Leute. Okay, Technologien. Fremde Lebensform, Fauna. Okay, das hier sind Pflanzenfresser, alles klar. Gut, das heißt, er wird mich wohl nicht fressen. Gut. Nicht gefressen werden, finde ich ziemlich cool. Okay, hier gibt es aber viele Ressourcen. Schauen wir mal, ups. Gold. Okay, ich habe mich gerade echt übelst erschreckt. Wow. Irgendwas hat mich gerade angebumst. Und ich habe keine Ahnung was. Aber irgendwas hat mich gerade gewaltig angebumst. Okay, nochmal an die Luft. Ihr habt mich doch nicht angebumst, oder? Das würdet ihr doch nicht machen. So. Titan will ich aber nicht mitnehmen. So einen Scheiß brauche ich gar nicht. Aber ernsthaft, Leute, was hat mich denn da gerade angegriffen? Und vor allem warum? Oh, warst du das? Du schaust nicht nett aus. Okay, hier gibt es auf jeden Fall andere Lebewesen als bei uns hinten. Wenn ich jetzt in einem U-Boot wäre, würde ich mir auf jeden Fall sicherer vorkommen, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Ein Terraforming-Fragment. Okay. So, dann gehen wir wieder in die frische Luft. Hat mich da echt irgendwas total angebumst, Leute. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, jetzt wird es auch noch dunkel. Okay, schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Silber. Okay. Bleibst du stehen? Gleitfisch. Die Nacht bricht herein. Danke für die Info. Okay, gehen wir nochmal in die frische Luft, Leute. Also in einem U-Boot würde ich mir auf jeden Fall sicherer vorkommen. Das könnt ihr mir glauben. Gold. Gold ist wichtig. Okay. Essen würde ich auch, wie gesagt, gerne wieder mitnehmen. Denn wir haben ja jetzt noch ein zweites Aquarium. Und ich denke, das ist nicht verkehrt, da ein bisschen mitzunehmen. So, aber mit Batterie, mit Licht ist es angenehmer. Ich weiß, das Ding frisst ziemlich viel Strom. Wow. Okay, ich wurde angegriffen. Aber von was? Bloß nicht stehen bleiben. Hier sind auf jeden Fall ziemlich fiese, aggressive Fische unterwegs. Okay, wir gehen nochmal an die frische Luft.
Und ich habe dann ein CMOS-Fragment gesehen. Und... okay. Und Salz. Okay. Also mit diesem Ding hier rumcruisen, das ist auf jeden Fall angenehmer. Ein paar Slots haben wir sogar noch frei. Wow, das Ding war da. Gut, dass wir eine Batterie noch mitgenommen haben. Okay, Fragmente finden wir gerade auch relativ gut. Okay, viele fehlen uns nicht mehr, Leute. Es wäre ziemlich nice, wenn wir die voll machen könnten. Okay, holen wir uns erstmal nochmal Luft und danach schauen wir nochmal runter. Und runter geht's. Also eigentlich würde ich sehr gerne die CMOS-Fragmente haben. Der sah nicht nett aus, Leute. Der sah gar nicht nett aus. Wenn ich ehrlich bin, schauen die echt scheiße aus. Und ich glaube, die wollen mich töten. Und ich habe ihnen gar nichts gemacht. Hey, da ist ein Fragment. Okay, okay, okay. Lasst mich bloß in Ruhe scannen. Okay, lasst uns nochmal in die frische Luft gehen. Jetzt könnte ruhig mal wieder der Tag anbrechen, weil... es ist doch ganz schön dunkel. Okay. So. Ein Schubgewehr. Was ist ein Schubgewehr? Und ihr seid doch niemals, 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 niemals nett, oder? Okay, wir sind jetzt auf 84 Meter. Okay. Nochmal ein Schubkanonenfragment. Was ist das denn hier? Okay, Salz. Alles klar, dann gehen wir nochmal hoch und genau unter uns ist dann nochmal ein Fragment gewesen. Ich weiß noch nicht genau was. Und ich glaube, der Tag bricht. Ja, der Tag bricht allmählich wieder ein. Sehr schön. So, und hier unten irgendwo war auf jeden Fall nochmal ein Fragment. Genau. Und zwar wirklich genau unter uns. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, leck mich am Arsch. Diese Drecksviecher, Leute. Aber gut, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Und ich glaube, ein bisschen was könnte man sogar noch mitnehmen. Okay, einen Fisch haben wir nochmal. Und noch einen. Und dann... ich glaube, die sind böse. Hey, 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 was haben wir denn hier? Wow. Welche Kackfische sind das denn immer?
Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Okay. Emergency, 10 seconds. Okay, hoch mit uns, Leute. Fuck, mir geht's gerade gar nicht gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Leute, das war knapp. Das war wirklich, wirklich knapp. Aber das Fragment würde ich gerne scannen. Das finde ich nämlich sonst nie wieder. Komm schon, komm schon, komm schon. Und weg mit uns. Okay, dann gehen wir nochmal in die frische Luft. Hey, solche Arschlochviecher. Ernsthaft, Leute. Ja, gut geht's uns jetzt auf jeden Fall gerade nicht. So, einen Slot hätten wir noch. Das nehmen wir uns mit. Ja, nehmen wir uns das Salz mit. Perfekt, dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Wo war daheim? Da hinten? Ne, da hinten nicht. Schauen wir mal ganz kurz hoch. Da ist daheim. Alles klar. Leute, Leute, Leute. Caution. Calorie deficiency detected. Mhm. Und wir müssen danach ein paar Erze sammeln, damit wir weitere Batterien herstellen können. Weil eine haben wir jetzt schon mal verheizt, die zweite ist auch schon ziemlich gut am Ende. Und sobald wir in der Base sind, haben wir uns auch das Futter rein. Aber weit haben wir es eh nicht mehr. So. Könnten eigentlich auch schnell hier reingehen. So. Einmal hierher. Haben wir eigentlich irgendwas noch hier unten drin gelassen? Ja, Titan haben wir ja auch ohne Ende. Und Lithium. Na, Lithium hätte ich gern. Gut, wisst ihr was? Jetzt erst einmal haben wir uns das Trinken rein und das Essen. Wir hatten noch irgendwann gekochten Bumerang. Okay, gekochtes Essen verwest. Das ist gar nicht so gut. Schwul. Und dann nehmen wir uns das Lithium auf jeden Fall mit. Ach, was soll's. Und Titan nehmen wir uns auch mit. Dann schauen wir uns mal hier ganz kurz an. Was können wir hier machen? New Creature Discovered. Reiffisch. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Magnesium. Okay, ausrüstungstechnisch. Ich hätte mal tierisch Bock. Wir gehen jetzt mal runter in unsere Base. So. Salz können wir bis auf eins da lassen. Eine Alge nehmen wir uns mit. Okay, dann gehen wir zu dem Schrank. Da tun wir das Lithium rein. Silbererz, Quarz, 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 Kupfererz, Gold, Lithium. Ja, schaut doch ganz gut aus. Ich würde gerne auch nochmal einen Schrank machen. Dann gehen wir mal ganz kurz hierher. Da schmeißen wir jetzt wieder hier einen Bumerang rein. Und hier schmeißen wir den. Und euch beide esse ich jetzt. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch was. Und zwar nochmal Gold.
Und dann haben wir hier noch was. Ne, hier haben wir nichts. Aber wir haben hier noch was. Und zwar nochmal Titan. Okay. Dann machen wir uns erst einmal... Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war schon... Das hat doch jetzt einen neuen Namen gekriegt, oder? Das hieß doch bisher immer Chlor. Und jetzt heißt es Desinfektionsmittel. Na gut, dann machen wir uns halt aus Desinfektionsmittel trinken. Würde ich im echten Leben höchstwahrscheinlich niemals machen. Aber offensichtlich ist das hier ziemlich gang und gäbe. Und ich mag mir jetzt hier den Magen mal richtig vollhauen. So. Und zwar nom, nom, nom. Und runterspülen. Perfekt. So, was bräuchten wir denn für für Erste Hilfe? Okay, schauen wir mal ganz kurz her. Nein, hier nicht. Aber wie viel brauchen wir dafür? Persönliches. 2. Ich glaube, dass wir hier draußen noch welche haben. Zwei haben wir noch. Perfekt. Müssen wir auch mal wieder was mitnehmen. Und ein Salz brauchen wir. So. Dann erst einmal Desinfektionsmittel. Und dann persönliches Ausrüstung, Erste-Hilfe-Kasten. Und jetzt will ich wissen, ich hätte jetzt schon gedacht, dass der mir jetzt hier 100% gibt. Das ist gar nicht so nett. So, machen wir hier mal Titan. Legen das Titan mal hier ganz kurz wieder ab. Okay, und dann sind wir eh ziemlich gut bei der Sache wieder. So, jetzt würde mich eine Sache interessieren. Und zwar, ich würde ja gerne mal zu Aurora. Aber da brauchen wir auf jeden Fall hier so einen Strahlenanzug. Blei. Aus was machen wir Blei? Kupfererz und Silbererz. Und wie viel Blei brauchen wir? 2x Blei. Okay, das heißt, wir brauchen 6 Kupfererz und 2 Silbererz. Haben wir so viel überhaupt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und, ja, 2 Silbererz. Perfekt. Aber, meine Freunde, das machen wir nicht mehr heute, sondern das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet doch das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin.